2008 stand das Schweizer Geldsystem am Abgrund. Die UBS wurde von der amerikanischen Immobilienkrise erfasst und erlitt einen Herzinfarkt. In der Not haben der Bundesrat, die Schweizerische Nationalbank und das UBS-Management folgende Maßnahme beschlossen. Eine Finanzspritze in bisher unbekannter Größenordnung. Es darf noch ein bisschen mehr sein. Wurden damit die Probleme aus der Welt geschafft? Nein. An den Ursachen wurde bis heute nichts Grundlegendes geändert. Und beim nächsten Mal könnte es zum Herzstillstand kommen. Mit fatalen Folgen. Faktisch ist unser Geld auf dem Bankkonto noch immer nicht sicher. Bei einer Bankenpleite könnte es über Nacht weg sein. Mit der Schweizerischen Vollgeldinitiative wird dieser Missstand korrigiert. Thank you.